So, ja, wir könnten mit der Sichel ein bisschen was machen. Wir schauen mal drüben. Also, erstmal gucken wir natürlich, ob er füttert. Er füttert! Ja, da ist er! Oh, wie du süß. Oh, wie eine Libelle oder so. Oh, das ist der Witz, ist der süß. Dankeschön, er füttert. Das hilft. Er füttert alle drei. Und wie viel füttert er hier? Gar keinen. Okay, vielleicht später. Es ist ja noch früh morgens, ne? Warten wir noch mal ab. Hoffentlich füttert er hier. Die sind schön gewässert. Wie gesagt, jetzt jetzt wird es wegwaschen. Das heißt, wenn, dann machen wir es morgen und hoffen. Aber wir können auch noch warten. Was soll's? Denn, weil. Holen wir einfach Äpfel. Ich weiß nicht, ob mit Sanchez oder nicht. Ich meine, es geht ein bisschen schneller. Mag Sanchez, oh, mag Sanchez den Regen oder nicht, ist die Frage. So. Ich mag einfach rundherum, wenn es ein bisschen frei ist. Ich frage mich, ob hier doch irgendwas kommt. Ich meine, bei dem Spiel, es ist echt interessant, wie das Spiel einen so sagt, so, nö, das geht nicht. Nö, das ist langweilig. Nö, das ist nicht gut gemacht. Und dann sind andere Sachen, die toll sind. So, und Holz haben wir nämlich jetzt auf jeden Fall genug für ein Upgrade. Das ist doch schon mal schön. Und ansonsten. Ah, Scham! Oh mein Gott, schon vergessen. Es tut mir so leid. Ich gehe los und sage, ich freue mich voll auf Scham. Und dann. War so klar. Und natürlich können wir es nicht machen. Gibt es einem Mitbürger? Warte, was? Das ist ja. Das war ein Stalker! Gib es einem Mitbürger, um all ihre Bewegungen in der Stadt zu wissen. Fishbone und Garlic. Garlic machen wir. Wir brauchen also Fishbone. Gut zu wissen. What the fuck? Müssen wir das, können wir jedem einen Charme geben? Ist ziemlich teuer. Zirkon. Wir machen einen und geben Agent. Dann können wir nämlich rausfinden, wo er hingeht und wie er ihn umbringt und so weiter. Wir wissen nämlich nicht, wer als nächstes sterben wird. Das ist doch schlimm. Können wir ihn jetzt nicht beschatten? Außerdem wollen wir kurz noch mal darüber reden. Er hat gesehen, dass wir in viele seltsame Dinge verwickelt werden. Ja, wie wäre es, wenn du mal darauf ansprichst? Und ist uns gefolgt. Gut, dass du diese Nacht gefolgt bist. Du absoluter Stalker auch. Ganz schön schlimm. Und Danny ist er auch gefolgt. Also ist er im Hintergrund. Okay, das finde ich aber sehr seltsam. Wem wollen wir denn das geben? Also, wie gesagt, Agent für die Geschichte. Ansonsten will ich gar nicht wissen, wo die Leute alle sind. Ich finde, das sind Informationen. Muss ja eigentlich nicht sein, ne? Wir haben jetzt ein Loch in unserem Workshop. Ja, mal gucken, wann das hier kommt. Weiter Geschenke machen und dann geht das schon. Wir haben ja jetzt Geschenke, das heißt, wir gehen jetzt in die Stadt und schenken einfach mal. Und dann könnte ich fischen gehen. Kane, willst du vielleicht ein Holz? Ich schenke dir ein Holz. Wo, ist er noch hier? Nope. Oh, hi. What? Manchmal müssen wir im Leben zwischen dem kleineren Übel wählen. Und es gibt ja auch sowas wie einen Sünden- und Belohnung Ratio. Aber das ist dann für später. Für die. Warte mal, wie meint er das? Ach so, manchmal sündet man und dafür kriegt man was. Und da muss man abwägen, wie groß darf die Sünde sein. Aber das meint er ist für später, wenn man ein bisschen mehr darüber reden, also ein bisschen tiefer gehen möchte. Oh, danke schön. Okay, du sagst das Gleiche. Okay. Agent. Egal welche Jahreszeit, die Nadelbäume werden niemals ihr Grün verlieren. Da sollten sich die Menschen mal ein Beispiel nehmen.
Ist unser Geist grün? Eventuell. Deiner nicht. Oh, ich habe die ganzen Sachen zu Hause gelassen. Dann gehen wir nochmal nach Hause, weil die ganzen Fische habe ich zu Hause gelassen. Zum Glück. Diesmal habe ich vorausgedacht. Ich vertraue Agent jetzt gar nicht mehr. Warum will er hier bleiben? Er hat natürlich gesagt, so ganz clever, weil, naja, da gibt es noch vieles jetzt, was wir bedenken müssen und so. Nee, ich weiß ja nicht. Ich glaube dir irgendwie nicht. Oh, er hat gesagt, Fodder muss jetzt hier drin sein, damit er füttert. Da müssen wir mal aufpassen. Also, 10 davon. Nehmen wir einfach jetzt die alle mit, was soll's. Und davon noch welche. Nee, eigentlich wollten wir die ja nicht mehr verschenken. Mal schauen. Irgendjemand Wichtiges. Okay. Weißt du, was Liebe und Ausdauer erhöht? Im Regen zusammen reiten. So, wir könnten jetzt Äpfel sammeln, aber mache ich dann vielleicht abends oder so. Ich habe jetzt gerade keinen Bock drauf. Wir schauen erstmal. Hallo. 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 Ich weiß. Ich wollte dir eigentlich eine Blume geben. Und einen Fisch. Hier eine Blume. Dankeschön. Bitteschön. Bei ihm wird es schwer. Er denkt, wir wollen nur über unser Tool reden. Dabei wollen wir über ihn reden. Hallo. Danny, ein Mörderer. Unglaublich. Regina, bist du wichtig? Ich vergesse dich immer wieder. Wer bist du überhaupt? Ah, du bist fast fertig. Hier. Hey, danke. Ich weiß. Du willst mich unbedingt mit deinem Bruder verkuppeln. Verkuppeln, das ist schon interessant irgendwie. Aber Gary hat gar kein Interesse an mir. Also hat sich das auch erledigt. Ah, Danny, der hier saß mit. Jetzt hab ich den. Was mache ich denn jetzt mit dem fucking Stein? Penny kocht so gut. Würde meine Frau das doch auch tun. So. Ich liebe das. Oh, es regnet ziemlich viel im Herbst. Aber das ist wohl gut, wenn du eine Farm hast. Das spart dir ja Zeit. Ja, aber die Tiere. Naja, okay, was soll's. Muss halt. Du kriegst einen Fisch. Danke. Im Herbst gibt es Würstchen. Die schmecken super. Du sollst probieren. Hab ich doch schon. Tu doch nicht so. Aber weißt du was, weil du es bist, hol ich mir noch eine. Guck, habe ich jetzt deine Sausage nochmal gegessen. Von woher kommen die eigentlich? Oh, Punkt, Punkt, Punkt. Ich wünschte, es gäbe einen Abschluss nach diesen ganzen schrecklichen Sachen, die passiert sind. Aber jetzt weiß ich, wer es war. Und es bringt einfach noch mehr Fragen auf. Das stimmt wohl. Es ist schön, junge, vitale Menschen in dieser Stadt zu sehen. Das bringt Hoffnung. Ja, hier hast du. Dankeschön. Hat ein Clarence jemals was gegeben? Wie geht es dir? Na, wir haben ja Zeit. Also wie gesagt, wir haben ja Zeit. Mal gucken, was er hier macht bei ihm. Was machst du bei Gabriel? Ich rede mit dem Sheriff. Über etwas. Über etwas. Ah, und der Sheriff redet vor Clarence, ist voll am Flirten und Herzchen haben und so. Ich mag es überhaupt nicht, dass wir irgendwie so wenig Szenen mit den anderen hatten. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Und ich mag es auch nicht, dass ich ihn jetzt heiraten muss, damit es weitergeht. Wir haben nicht mal Händen. Nee, jetzt mal. Wir saßen nebeneinander bei einem Festival. Also, kennenlernen, fast erschossen werden, einmal zusammen lachen, Festival zusammen sitzen, Heirat. Stimmt, dazwischen gibt's gar nichts. Vollkommen richtig. Jetzt, wo ihr es sagt. Hallo, Martha. Die Cascales-Kinder sind so süß, so voller Leben und Energie. Im Gegensatz zu meiner Tochter, die faule Sau, liegt immer bei der Kirche rum.
Ich liebe den Herbst. Aber der Nebel, da mache ich mir Sorgen um die Kinder. Hier hast du einen Fisch. Dankeschön. Mein Gott, dauert das hier lange. Wer möchte was? Kinder, wo seid ihr? Seid ihr in der Schule? Ist Samstag. Natürlich seid ihr nicht in der Schule. Wo seid ihr denn? Es regnet. Da mache ich mir jetzt Sorgen um deine Kinder. Ich muss Adam doch was schenken. Gary. Ah, da. Hallo, Gary, hier hast du. Danke dir, Zen. Du, weißt du, da gibt es einige Kreaturen, die sind sehr resistent gegenüber deinen Geräten. Und einige Pflanzen sind schwer zu schneiden mit einer Axt oder einer Sichel. Ich habe gelesen, dass Gift gegen diese Probleme helfen soll. Wirklich? Wenn man mit Gary befreundet ist, sagt er uns den Tipp. Okay. Weißt du, wir hätten das andere schon längst machen können mit dem Automa. Wow. Aber wo findet man Gift? Diese kleinen Flaschen von Aquafortis, die Mr. Ling verkauft, werden sicher nicht helfen. Du brauchst nämlich viel mehr. Das war jetzt sein Stern, der Tipp. Den ja, okay. Weißt du, dann hätten wir es auf jeden Fall gewusst. Weil er hat uns beides, ange er hat beides angedeutet. Monster, die man nicht besiegen kann und Pflanzen, die man nicht schneiden kann. Beides haben wir einfach ausprobiert. Aber okay. Danke, Gary. Wenn du zu viel Stress hast, wird es dich einfach nur brechen. Versuch dich zu relaxen und die simplen Momente im Leben zu genießen. Wow, danke, wow. Wie die Spiele mich immer fertig machen in Real Life hier. Hallo? Arsch. Nein, du hast ja vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Das finde ich super. Das Haus zum Beispiel finde ich mega gut. Du kommst rein, hier hast du, ne? Abwischen und wegpacken und sowas. Dann isst du und kochst hier. Obwohl, hier fehlt, ja, Entschuldigung, hier fehlt ein Fenster. Das wird ganz schön stickig hier. Dann hast du hier deinen Raum, wo du ein bisschen leben kannst. Hier würde ich meinen Schreibtisch oder so hinpacken. Und Betten. Warte mal, seid ihr zusammen? Warum sagt seine Frau denn, wann Gary Geburtstag hat zu mir? Okay, scheinbar sind sie zusammen. Entschuldigung, ich habe euch als Geschwister gesehen. Warte mal, schlaft ihr aber nicht zusammen? Was ist denn mit euch beiden? Was ist denn mit denen beiden? Okay, was ist denn mit diesem Foto? Das ist eine Blonde. Fragen über Fragen. Auf jeden Fall haben sie das Bett hier. Und dann gibt es hier so ein ne, Lager mit Putzen und alles. Und dahinter ist die Toilette. Dann kann man so richtig, weiß nicht, alles hat seinen eigenen Raum und Platz und sowas. Kannst ganz in Ruhe baden und sowas, während hier eine fette Party läuft. Weiß nicht. Das Haus ist gut aufgebaut, finde ich. Natürlich bei mehrstöckigen ist es nochmal was anderes. Klar. Aber das ist erstmal so. Oh. Ist das Randesco? Warum bist du hier? Warum bist du denn bei Alice? Ich bin gerade verwirrt. Du bist alleine in jetzt nicht mehr Michael, in Alice Haus. Zen, ich muss immer darüber nachdenken, was mit meinem Sohn passiert ist. Ja, es ist gestern passiert. Okay. Und ich muss darüber nachdenken, was der alte Tobias gesagt hat über die bösen Geister, die in dem Tiefen des der Bergspitze lauern. Natürlich wird jeder einfach nur ihn als verrückt abstempeln. Aber ich frage mich, hätten wir einfach mehr zuhören sollen? Ja, kann ich bitte jetzt die Option Ja haben? Ja. Oh mein Gott, jetzt habe ich das Buch nicht mit. Hier. Ah, den habe ich doch vorher irgendwo mal gesehen. Vielleicht aber auch nicht. Sagt jeder was dazu? Oh mein Gott, ich habe die Lösung. Ich habe die Lösung in einem Buch. Soll ich ihm das Buch zeigen? Als letztes Mal wollte das nicht sehen. Ich hole das Buch. Warte. Komm her, Sanchez. Das kann doch nicht wahr sein. Und immer wenn man irgendwo denkt, jetzt weiß man, wo etwas aufgeht, geht's doch nicht auf. Hallo Mathilda. Meine Großmutter hat immer fanatisch die Blätter im Herbst vom Garten weggekehrt. Das ist doch ziemlich
Egal, da hast du vollkommen recht. Da hast du vollkommen recht. Hier hast du eine Blume. Danke. Sie mag also. Finde ich auch immer seltsam. Zumal Blätter ja eigentlich den Baum schützen sollen und werden Kompost. Also Blätter wegzumachen ist eigentlich total dumm. Hier magst du Fisch? Okay, danke, denke ich. Dankeschön, okay. Oh, dankeschön. Halte immer ein paar Sachen in deinem Lager. Man weiß nie, wann sie in der Zukunft wichtig sein könnten. Joho. Was möchtest du kaufen? Ich möchte, glaube ich, gar nichts kaufen. Ich könnte ein paar Animal Chicken Feeds kaufen. Aber vielleicht kriegen wir sie noch als Freundin oder sowas. Wie sieht's bei euch dann aus? Bernadette ist fast fertig. Und Robert auch, hoffentlich. Robert. Nö, Robert dauert noch. Robert dauert noch. Warum dauerst du noch? Was soll ich dir schenken? Was liebst du? Okay. Wir hätten jetzt den Stein zeigen können, aber da verstehe ich jetzt nicht ganz, warum. Oh, wir könnten ihm den Stein zeigen. Mal gucken, was er zum Stein sagt. In all meinen Jahren, die ich mit Edelstein zu tun habe, habe ich sowas noch nie gesehen. Es fühlt sich an, als ob es von einer anderen Welt kommt. Und ich habe den einfach mal da. Dumm-di-dumm-di-dumm. Hier, wollt ihr den auch sehen? Keine Ahnung, was ich daraus machen soll. Na nee, ein paar sagen wirklich was anderes. Das ist so cool. Okay, wir nehmen doch das Buch wieder. Mann. Und dann brauchen wir noch doch ein paar Blumen. Oder haben wir irgendwas Billiges anderes? Wir könnten sehr viel Bier machen. Das wird einige glücklich machen, oder? Also, wir sollten vielleicht mal einkaufen gehen. Und wir haben nämlich sehr viel. Wir könnten sehr viel Bier verkaufen. Sehr viel. Und dafür brauchen wir Hefe und Reis. Dann gehen wir einkaufen. Einkaufen, wuhu! Einkaufen, wuhu! Aber erstmal gucken wir, ob unser Roboter arbeitet. Okay, er ist da. Er arbeitet noch nicht, aber er ist schon mal rüber geflogen. Das ist doch wenigstens etwas. Wir waren schon oben. Wem können wir es noch zeigen? James? Emily? Wer könnte uns noch irgendwas sagen? Egal. Das Traurige ist, jetzt waren wir hier in der Villa, haben die das Rätsel der Villa gelöst. Und das ist jetzt ein bisschen öde, ne? Jetzt sind wir durch mit der Villa. Hallo. Als ich herkam, war ich so glücklich zu denken, alle sind so nett, dass Böses sich hier nicht finden wird in dieser kleinen Stadt. Aber scheinbar lag ich falsch. Wie so häufig. Ich möchte dir gern das zeigen. Dieser Stein quillt nur so über von negativer Energie. Du solltest ihn nicht bei dir tragen. Das ist ein sehr seltsamer Stein, Sen. Einfach zu seltsam. Sollte ich ihn wirklich nicht mit mir tragen? Ich habe Angst. Jetzt habe ich langsam Angst. Die sagen sonst nie irgendwas dazu. Hier, du bist doch auch böse. Sieht interessant aus für einen Stein. Was für ein seltsamer Stein. Irgendwie fühle ich mich unwohl bei ihm. Ich finde ihn voll hübsch. Was ist das denn? Süßer. Wenn ich es nicht kochen kann, bin ich auch nicht interessiert. Wow. Kannibale-Matsch. Okay. Ich weiß jetzt nicht. Ich kann jedem diesen Stein zeigen. Oh, das erinnert mich an etwas. Eine Präsenz, die ich seit einiger Zeit nicht mehr gefühlt habe. Okay, dann reden wir einfach nicht weiter darüber, ne? Also einfach nur, du sagst mir. Tobias haben wir ihn schon gezeigt, oder? Ah, ein Stein. Du bist echt clever, Claren. Was ist das? Sieht sehr selten aus. Boah, Gabriel. Dass Gabriel nicht geschossen... Ich meine, Agent musste auch mal was machen, klar. Aber dass Gabriel irgendwie nichts mehr gemacht hat... Oh Mann, oh! Tobias. Haben wir Tobias schon gegeben? Wo sind die Kinder? Ich muss eure Seelen abnehmen.
Ernsthaft, wo sind die Kinder? Hey Martha, das hat deine Tochter getötet. Oh, sehr seltsames Ding. So klein. Und trotzdem macht es, dass ich mich unwohl fühle. Das hat sie gesagt. Okay. Jetzt zeigen wir es einfach. Oh, Entschuldigung. Seltsamer Stein. Ein bisschen nebelig und kalt. Hier, nimm's lieber zurück. Warte mal, ich geb's ihm jedem? Mache ich ja gerade einen Untergang vom Spiel? Ich gebe jedem den Stein und jeder wird böse? Wo hast du das denn her, Zen? Okay, wow. Nicht, dass ich jetzt... Was für ein seltsamer Stein. Fühlt sich seltsam an. Er war ja hier. Oh, jetzt ist er nicht mehr da. Warum war er denn hier drin? Hat er Michael besucht und das Spiel hat vergessen, dass Michael nicht mehr da lebt oder so? Und er hat es auch vergessen? Da ist er. Oh. Achso, heulst du morgen früh auch so rum? Hier. Ja. Haben wir schon. Ich wollte es nochmal zeigen. Und. Das möchte ich nicht. Oh, du möchtest es, du möchtest es. Das ist der Beweis dafür, was passiert ist. Ihr seid alle so doof. Wo ist Danny denn begraben? Kann ich Dannys Seele vielleicht retten? Wieso kriegt Danny keine Blume? Wo ist Danny? Liegt Danny irgendwo noch im Krankenhaus tot oder so? Finde ich jetzt ein bisschen seltsam, muss ich zugeben. Wir können ja mal hingehen. Aber interessant, dass ihr alle was sagen. Gibt es hier irgendwo einen Leichenraum, Leichenhalle? Halle ist ein bisschen zu hoch, groß, deshalb. Scheinbar nicht. Okay, wo habt ihr Danny hingelegt? Wo ist Danny? Oder Dannys Körper, whatever. Ich meine, wo ist Danny war ja eigentlich, kann man aufs T-Shirt machen, war ja ein extrem heftiger Moment in dem Spiel. Der mir Angst gemacht hat. Apropos hier Angst. Hä? Wo hast du das denn gefunden? Sowas habe ich noch nicht mal in den Minen gesehen. Jaha. Haben wir unten gezeigt? Warte, wer bist du denn jetzt nochmal? Achso. Nee, warte. Bernadette. Ich will mit Kane über ein paar Reparaturen unserer Farm reden. Oh, Entschuldigung. Wenigstens wissen wir jetzt, dass wir nichts machen, dass wir die nicht... na. Ich habe kein Interesse an Steinen. Okay. Dann eben dein Mann. Hallo. Irgendwie unheimlich, dieser Stein. Und Jason? Oh, leuchtet das von alleine? Oder hat es Batterien? Na dann. Komm mal hier rein und überrascht die beiden, wie sie rummachen. Ja, das war, muss ich mal, das ist Six Feet Under. Da passiert sowas. Gut, paar Geschenke noch. Oben noch ein bisschen zeigen. Ich meine, Agent hat gesagt, du solltest ihn behalten, was ich sehr seltsam finde. Und es wird gesagt, wir sollten ihn nicht in der Hand haben und mitnehmen. Jetzt entweder das Spiel will, dass ich es mitnehme, den Stein, oder warnt mich davor. Ups. Oh, was für ein majestätischer, was für ein majestätisches Little, Juwel, kleines Juwel. Aber ich bin kein Geologe. Du redest nur über meinen Bruder. Ich komme durcheinander mit allem. Ich glaube, das war's. Ja, Agent ist da. Wenn es überhaupt noch Agent ist. Wo ist Agent? Gut. Was für ein Tag. Ein schöner Tag. Wir warten nur auf andere, auf dass die Zeit vergeht. vielleicht hätten wir es machen sollen. Morgen kriegen wir nämlich die... Hier sind wir nie irgendwie weitergegangen, ne? Den Weg zur... Das finde ich zum Beispiel sehr schade. Was ist das? Ne. Vielleicht sagt uns ja irgendjemand mal, du musst da graben. Weil der Weg zur City ist total
Egal, wie es scheint. Ich gucke ein bisschen rum, ob wir irgendwas sehen. Aber dass man es sehen kann. So Kleinigkeiten. Wollen wir mal... Oh, wir gehen zurück in den Raum. Ich habe ja so rumgemeckert, dass der Raum überhaupt keinen Sinn hatte. Wir konnten ihn zwar öffnen und reingucken, aber der Raum selbst hat da nichts mehr gemacht. Vielleicht können wir mit dem Stein dahin und dann sterben wir. Und dann rege ich mich richtig auf, weil ich dann alles nochmal machen muss. Aber jetzt, wo wir den Stein und das Buch haben, könnten wir den Stein zurückbringen. Ins Mausoleum. Was überhaupt keinen Sinn macht, weil da liegt ja wahrscheinlich Francesca. Und daher, wer ist denn die Tochter von denen dann, wenn das Baby überlebt hat? Hat er das Baby denn auch umgebracht? Sie meinte ja, das Baby hat überlebt. Francesca ist gestorben. Achso, sie ist wahrscheinlich an der... Sie hat das Kind bekommen und ist bei der Geburt gestorben? Also ganz normal, was halt oft passiert ist. Ha. Huh. Hier. Tschüss. Da hast du den zurück. Ciao. Okay, ich nehme ihn wieder mit. Nimm ihn. Nimm den Scheiß. Hat mein Danny umgebracht. Wie kommt der überhaupt raus? Wie kommt der hier raus? Ich verstehe es einfach nicht. Wie kommt der hierher? Du hast dich doch eingebaut. Mann, Mann, Mann. Und hat er wirklich sein eigenes Kind umgebracht, oder was? Ich kann ihn auch nicht benutzen. Nee. Okay, hätte ja sein können. Wäre irgendwie cool gewesen, ne? Wird da irgendwas kommen? Warum ist er eigentlich so komisch verfallen? Warum ist hier kein Skelett? Okay, tschüss. Ich erzähle auch niemanden von euch, weil Gründe. Ich habe keine Ahnung. Hier. Der alte Boy, der kommt. Der alte Boy kommt. Aber Danny ist tot. Das war ja der OG alter Boy. Hier. Hier hast du den fucking Stein von euren Vorfahren, der so wichtig ist. Warum ist ein Stein so wichtig, dass ihr Leute umbringen müsst, Unschuldige? Bitches. Nehmt die zurück, Francesca, nimm. Bitch. Kann ich wieder zumachen? Man musste aber das Buch finden, wenigstens, um Danny darauf anzusprechen. Aber das Buch war an sich egal. Das Buch hatte keine Macht, sondern nur, dass Danny wusste, dass wir Ahnung haben, dass es den Stein gibt und dass der Stein gefährlich ist. Nur er hätte einfach die Fresse halten sollen und mit Zen rummachen, weil Zen scheinbar redet ja mit niemandem über irgendetwas. Das heißt, Zen ist der perfekte Komplize, indem er zu faul ist oder zu stumm, um ihn zu verraten. Weil er einfach von der Stadt noch weiß, Snitches get Stitches. Und dann sagt er, ich verrate niemanden. Und der Dämon so, oh, vielen Dank, geil, Herzchen. Und dann kann man den Dämon heiraten. Und sagt er, das ist aber sehr menschliche Art und Weise, sein Bündnis einzugehen. Können wir da mit Blut ein bisschen rüber? Und sage ich, oh ja, best of both worlds. Und dann, ja. Dann heiraten wir mit einem Blutring. Ah, oh, das wäre voll süß. Danny, Dämon und Zen. Oh! Ich habe noch Mumm gemeckert.